Und hier ist Nadine. Nadine ist 24. Hallo. Hi. Hi. Na, Nadine? Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Ich habe die Möglichkeit, eine Scheinehe einzugehen. Die Möglichkeit? Ja. Komische Formulierung. Erzähl mal, was da los ist. Ja, ich bin heute von der Familie meiner besten Freundin gefragt worden, ja, ob ich sowas machen würde. Das wäre dann halt Verwandter von denen. Ja. Und was genau ist da der Hintergrund? Ja, deutsche Papiere, ne? Die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Ja, aus welchem Land? Türkei. Achso, Türkei. Wie, und die haben einfach zu dir gesagt, ja, das ist die Familie deiner besten Freundin? Und die haben gesagt, pass mal auf, Nadine, wenn du das machst, dann können wir ihn hierher holen. Wie alt ist der junge Mann? Das weiß ich noch nicht. Ja. Was hat man dir angeboten dafür? Geld und die 3 Jahre, die er dann verheiratet sein müsste mit mir, er würde dann mein Leben in der Zeit finanzieren. Ja. Wie viel Geld hat man dir angeboten? Erstmal so als Erstzahlung? Ja, ich habe meine Freundin gefragt und sie sagte, das sind mindestens 5.000 bis 6.000 Euro erstmal. Und Leben bezahlen würde dann bedeuten, im Monat nochmal? Ja, das, was ich so zum Leben brauche, Essen, das halt, ja. Klamotten, ja. Miete. Ja gut, da muss ja eine Zahl irgendwie fallen. Nochmal 1.000, 2.000 Euro im Monat. Ja, ich meine, das sind Dinge, über die man dann noch redet. Genau, das würde ja auch nicht von jetzt auf gleich passieren. Das würde ja auch noch mindestens ein paar Monate dauern, bis das überhaupt alles klar gemacht werden kann in der Türkei überhaupt. Wann sollte diese Scheinehe denn geschlossen werden? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin heute gefragt worden. Morgen kann ich dann, beziehungsweise also in ein paar Stunden, wir haben ja jetzt schon Samstag, und dann kann ich dann halt meine Antwort. Ich meine, ich denke mal, sie werden mir nicht böse. Ja, jetzt sag mir mal erstmal, wenn man so ein Angebot bekommt, ist man ja, gehe ich mal von aus, erstmal ein platt oder baff. Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du reagiert? Meine Antwort, kann ich wenigstens eine Nacht drüber schlafen? Das war meine Antwort. Okay, das ist noch eine relativ neutrale Antwort. Dennoch hat man dabei ja auch so Gefühle. Spätestens dann, als du nach Hause gegangen bist und aus der Wohnung von den Leuten raus warst. Eher nein, eher mulmig oder verlockend, vielleicht sollte ich es doch machen. Oder vielleicht sogar eine Verpflichtung der Familie, der guten besten Freundin gegenüber. Ja, erstens, wegen der Freundschaft, eben weil ja halt eine Verpflichtung dann. Und auch teilweise wegen dem Geld. Weil finanziell sieht es bei mir nicht so rosig aus. Ja. Gibt es auch einen anderen Aspekt, irgendwie ein etwas bei dir, was dagegen spricht? Ja, es ist eine Straftat, ne? Ja. Wenn die ganze Sache auffliegt. Ja. Und ist so ein Ding, so das 3 Jahre lang so vor aller Welt zu verheimlichen, ist eine unheimlich schwere Sache, denke ich mal, ne? Weißt du denn, wie das praktisch aussehen sollte? Solltet ihr nach außen hin dann hier in Deutschland auch zusammen wohnen? Sollte das so richtig als Ehe dargestellt werden? Ja. Auch vor der Familie vor der Familie der Freunde auch? Ja, ich meine, die wissen das. Das ist für die kein Problem. Wissen das ja dann, dass es ja nur auf dem Papier existiert. Ja, auch die größere Familie, auch das Umfeld der Familie würde das dann wissen. Ich denke schon. Ja. Ja. So, jetzt haben wir die Grundsätzlichkeiten geklärt. Und ich sage dir, Nadine, mit aller Entschiedenheit, bitte mach es nicht. Bitte mach es nicht, ohne Wenn und Aber. Ich finde es auch unredlich von der Familie deiner Freundin, dir ein solches Angebot zu machen. Einmal, es ist eine Straftat. Es ist eine fette Straftat. Das ist das eine. Und das andere verkaufst du da irgendwie, du verkaufst dich auch. Es ist ja, und du kommst in eine Verstrickung hinein, die du jetzt noch gar nicht überblicken kannst. Was da in diesen 3 Jahren alles mit dir und mit dir passieren wird. Man weiß das nicht. Ohne Wenn und Aber, also da gibt es bei mir gar keinen Ansatz, wo ich sagen würde, naja, vielleicht kann man das vielleicht doch mal überlegen und irgendwie ein bisschen drehen und so. Nein, mach es nicht. Und das Geld darf hier nicht ausschlaggebend sein, Nadine. Ich meine, deshalb habe ich ja auch bei dir angerufen. Ja, ich sage, bin zu meinen Eltern gegangen, weil ich wirklich eine objektive Meinung haben wollte. Ja, ich sage dir wirklich ganz radikal klar meine Meinung dazu. Wie ist das mit die Freundschaft, die du mit diesem Mädchen hast, der Familie? Hast du Sorge, dass die Freundschaft dadurch dann angeknackst wird, wenn du sagst nein? Nein.
da würde das würde nicht leiden. Absolut nicht. Was habt ihr beiden Mädels auch schon so, nur ihr beiden so unter besten Freundinnen drüber gesprochen? Und hat sie ihre Meinung gesagt, was sie tun würde? Habt ihr so schon geredet? Ja, wir konnten ein bisschen reden und sie hat gesagt, sie weiß es nicht, ob sie es tun würde. Mhm. Aha, das signalisiert ja schon, dass sie auch nicht so ganz sicher ist, ob das in Ordnung ist. Ne? Ja, und das signalisiert ich mal schon. Und das signalisiert auch, dass sie vielleicht sogar Verständnis dann dafür hat, wenn du sagst nein. Ja, ich meine, das wäre nicht das Problem, wenn ich jetzt nein sage, es ist mir zu riskant. Mhm. Ich möchte dafür nicht irgendwie ins Gefängnis. Mhm. Mhm. Und ist das auch schon okay, ne? Also, die Geldsorgen nehme ich ernst, klar. Wenn jemand Geldsorgen hat, kann man nicht runterreden. Aber ich finde, dass man immer legale Wege gehen sollte, darüber Herr zu werden, über die Geldsorgen. Nochmal, es ist eine Straftat und ich glaube einfach, dass es deinem Gefühl, deinem Selbstverständnis, wenn du dich im Spiegel anschaust, dass es für dich nicht gut ist. Abgesehen von zahlreichen Verstrickungen, die entstehen könnten. Nun gut, du sagst im Moment, das ist eine befreundete Familie, die sind alle sehr nett und so. Aber wer weiß, wenn erstmal die Fakten geschaffen worden sind, was dann für Abhängigkeiten entstehen und in welchen Strudel du da reingerätst. Mhm. Ich weiß es nicht, aber man muss es auf jeden Fall erwähnen, finde ich. Mhm. Also, Domian sagt ein entschiedenes Nein, Nadine. Okay. Mach es nicht. Mhm. Ich hoffe, dass du jetzt noch gut schlafen wirst und das morgen dann für dich auch entscheiden wirst. Doch, ich denke schon. Ich denke, dass mich das jetzt doch schon ein Stückchen weitergebracht hat, das Gespräch. Na super. Dann wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss.